Willkommen zurück zu einer kleinen Runde Nerim. Wir sind hier noch bei unserer Akademie. Keine Ahnung mehr, wie das. Ordensplatz, keine Ahnung. Und wir sind noch hier im Haus der Templer. Was möchte? Wir versuchen ein bisschen zu feilschen und so. Oh. Okay. Die ist nicht so toll auf uns angeheizt. Also die zwei Sachen mag sie nicht. Ja, komm. So kommen wir schon mal keinen Schritt näher. Aber so kommen wir schon mal ein bisschen näher. Dann hier. Hier, hier, hier. Hier, 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 hier. Ah, läuft doch relativ gut gerade. Würde ich sagen, hier. Ah, komm, dann hauen wir fett auf die Kacke hiermit. Hiermit. Und wir kommen zwar nur leicht voran, aber wir kommen voran. Ja, das sieht man gerne. Okay, das war jetzt nicht so dufte. Genauso wie das. Das war mehr oder weniger perfekt, aber viel gebracht hat es trotzdem nicht. Komm schon, ein bisschen. Mag uns. So, so, so. Okay, hier machen wir das hier. Das hier. Das hier, das hier. Ich würde sagen, so viel höher kommen wir jetzt nicht. Ja. So, können wir nicht mehr viel überreden. Falschen. So, die ist bei 62. Wir versuchen es einfach hier. Pfeile verkaufen. Hat geklappt. Verkaufen wir doch mal das hier. Weil, dann können wir uns direkt das Templerornat holen. Perfekt. Haben wir uns erstmal eine fette Rüstung gegönnt. Du willst doch als schwere Rüstung, oder? Ja. Ja, bitte. Ja, aber geil, will ich mal behaupten. Hier Eisenornat kriegst du. Was haben wir denn hier so noch offen? Eigentlich würde nur ein Helm fehlen bei uns, aber ich bin ja nicht so der Freund von Helmen. Ich will lieber unser offenes, langes Haar da halten. Deswegen. Ah, ich bin zufrieden. Haltungen schwinden. Ja, ja, das sollte so ganz geil sein. Okay, wir sind fertig für den Aufbruch. Ich habe Akoria, mein Auftrag ist es, weiteren Begabten aus der Holzfäller-Siedlung Sildrin im Sanktum zu holen. Sanktum heißt das, müssen wir uns mal merken. Nach Sildrin komme ich, wenn ich Narantul Arantes vorbeilaufe und der Straße folge. Also hier ungefähr. Ich würde mal behaupten, gar kein Problem. Ich bin nur jetzt die Elder Scrolls Online-Steuerung gewohnt, deswegen drücke ich die ganze Zeit V hier. Ne, V war doch jetzt bei GTA 5, genau. Ich bin so durcheinander. So viele Spiele, die ich am Spielen bin. Dennoch hätte ich den Bogen gerne wieder. Warte mal, steht da jemand? Nee. Ah, nee, den Bogen hätte ich wirklich gerne wieder. Vielleicht kommen wir ja wieder an einem. Aber müssen wir uns vorerst wohl doch auf unser Schwert begnügen. Ich hätte noch gucken können, ob wir sacht mal schnell bessere Handschuhe kaufen konnten. Könnten. Das wäre eventuell noch ganz praktisch gewesen. Aber sonst gucken wir halt beim nächsten Mal. Einmal bitte links abbiegen. Der Schrein sollte bald kommen. Dann sollte es nur noch eine halbe Ewigkeit dauern, bis wir am Holzfällerlager voller Sklaven angekommen sind. Juhu! Ist da irgendein Vieh da rechts? Ach, egal. Wenn da ein Vieh ist, wird es schon zu uns kommen. Das würde ich jetzt so schreien. Nein, ich will uns angucken. Ich will sehen, wie cool wir aussehen. Typischen Rents
Herr Mods. Scampe. Danke. Danke. Ey, es ist was wert, ne? Test Natur, Test der Natur, so rum. Okay. Nichts Besonderes. Den garstigen Kobold töten wir einfach mal wegen Epi und so. Warte mal, wir können direkt in der Haltung gehen. Wie geil ist das denn? So, nicht anders. Das ist echt cool gemacht mit den Haltungen. Konnte ich mich auch kaum noch erinnern dran. So, damit können wir uns besser heilen. Und mit der 6 jetzt Haltung schwinden. Tagebuch eines Abenteurers. Und erstmal Loot. Danke. Erster Eintrag und sehr viel. Der abtrünnige Bruder. Ich habe das Tagebuch eines verunglückten Abenteurers gefunden. Er berichtet von den Isela-Ruinen westlich von Sildrin, von sehr mächtigen Familienabschrücken. Wenn diese Abschrücken wirklich so mächtig sein sollten, ja, werden wir uns definitiv mal angucken. Aber erstmal werden wir unseren eigentlichen Auftrag vollführen. Vielleicht sollten wir das Buch erstmal mitnehmen. Oh, garstige kleine. Garstige kleine. Kobolze. Boah, ein bisschen laut ist das schon, ne? Traut ihr euch nicht zu kämpfen? Ihr kleinen Wichte. Und? Hau weg. So, zwei haben wir schon mal tot. Droppen. Ah, die droppen minimal Gold. Ja, wie sieht man so schön, wer den Cent nicht ehrt, ist dem Euros nicht wert, wer den Penny nicht ehrt, ist dem Taler nicht wert und so weit und so fort. Und hier ist das Gold. Ach, gib mal her. Gib mal her. Okay, wirklich gelohnt haben sich dann das, die kleinen Goldstücke aufzusammeln doch nicht. Ich muss mal gucken. Oh Gott, ist das laut eigentlich. Sind wir eigentlich schon am Schrein? Ja, wir sind am Schrein vorbei. So, hier kommt Galgen. Oh, das Geräusch. Damit werden wir noch viel Spaß haben. Ich hoffe, man wird nicht, dass man die ganze Zeit hin und her switchen muss. Könnte eventuell ein bisschen nervtötend werden. Ne, das lohnt sich nicht mitzunehmen. Hallo. Bin ich hier in Sildrin? Kim. Ich denke mal, das ist unser Mann. Wobei, Kim, dachte ich schon am Anfang, das ist eine Frau. Wer seid ihr? In diese Gegend verschlägt es nur selten Fremde. Ich habe euch hier noch nie gesehen. Ja, aber ihr habt eventuell so einen Brief bekommen. Ein Brief? Aber folgt mir. Wir können hier nicht reden. Okay, folgen wir dem Sklaven. Denn wir hier nicht, da wir hier nicht reden können. Ja, ein paar Meter weiter zu gehen wird wahrscheinlich wunderbar helfen. Wir sind zwar Art Elfen, aber müssen wir uns unbedingt im Gebüschen verstecken. Hallo. Also, der Brief. Stammt der etwa von euch? Also eigentlich darf ich gar nicht mit Fremden reden. Ich bin nur ein Sklave. Ihr müsst mit meinem Besitzer sprechen. Aber was wollt ihr denn eigentlich von mir? Ich bringe euch ins Sanktum. Ins Sanktum? Ich habe davon gehört. Da soll ich hin? Ja. War es etwa das, wovon im Brief die Rede war? Aber ich bin Sklave. Sie werden mich töten, wenn ich das Gelände verlasse. Deshalb konnte ich ja auch nicht tun, was im Brief stand. Ein Sklave eben. Mehr nicht. So ist es mir bestimmt worden. Es wird seine Richtigkeit haben, dass ich hier bin. Eigentlich sollte ich nicht weg. Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe oft darüber nachgedacht, wie es wäre, von hier wegzugehen. Irgendwohin. Von mir aus auch in dieses Sanktum. Wenn ihr die Mühe dafür, für mich, aufwenden wollt, sprecht mit meinem Besitzer. Aber es ist sowieso nicht. Ja, das wollen wir erstmal sehen. Klappen. Sklaven sind in Kriegszeiten Luxusgüter. Und ich verstehe nicht, warum ihr oder dieses Sanktum etwas von mir wollen könnten. Doch sprecht nur mit meinem Besitzer. In der großen Hütte, Creo.
Ich bleibe hier und warte. Aber bleib bitte nicht so lange weg, sonst suchen sie nach mir. Ja, ja, ich komme übermorgen wieder. Also übermorgen, in nächster Woche. Mit deinem Besitzer sollen wir reden. Creo hieß der, Dorfdepp. Du bist ein Mauler, du bist eine Lusara. Ah, ihr seid noch nicht mal alle Eterna. Wo muss ich denn hin? Bin ich hier nicht schon richtig? Muss ich vielleicht in eines der Häuser? Ist das Lagerhaus? Sklavenhütze? Ich denke mal, das ist einfach eine normale Sklavenunterkunft. Söldnerunterkünfte. Das könnte eventuell schon mal ein Schritt in die richtige Richtung sein. Ich bin raus. Oh Gott, was habe ich nur gemacht? Was haben die auf einmal? Warum hört sich das Sound so komisch an? Und weg. Okay, gleich sind wir weg, wenn wir nicht aufpassen. Ich nutze mal kurz hier ein paar Tränke. Wir verkacken, derbe. Boah, was haben die? Mir hat niemand gesagt, dass ich nicht in die Söldnerhütte darf. Dann hat es ja nicht mal angedeutet. Aber mit nur Blocken kommen wir nicht weiter. So viel steht schon mal fest. Vielleicht sollte ich einfach auf den eindreschen, der einfach vor mir steht. Oh, Level Up! Das kommt mir gerade sehr rechtens. Loot. Ich meine, dieser tragische Unfall sollte ernst genommen werden. Ja, nehmen wir. Danke. Danke. Bisschen zu futtern, eine Fackel, Messingring. Ich bleibe hier und. Dafür, dass du ein Sklave bist, darfst du mit Pfeil und Bogen rumrennen? Gut. Aber erstmal Level Up. Nee, nicht Handwerkstatus. Level aufsteigen. Stärke. Konstitution. Ah, komm. Ah, ich weiß nicht. Komm, dann sind wir auf einen schönen Wert von 45. Ach ja, es dauert ja immer so lange, wenn man hier auf Level Up macht. Hier. Oh, ich habe gerade gesehen, nebenbei, dass die hier die Werte geändert haben. Was ist überhaupt jetzt mein, Werte, den Text da. Ich habe einen Sklaven und kann Silber, ich muss den Sklaven dann kreieren und das auch bringen. Ihn freizulassen. Was gibt's denn? Über mich. Was? Das interessiert dich? Ja, vielleicht gibt's Infos. Nun, wo soll ich da anfangen? Also, bevor ich ein Sklave in Sildren war, lebte ich bei meinen Eltern. Mein Vater war ein Priester und er lehrte mich jeden Tag, Gehorsam gegenüber unseren Göttern zu zeigen. Ich musste die Lehren aller 7 Götter auswendig lernen. Und wenn ich mich an etwas nicht erinnern konnte, dann wurde ich geschlagen. Eines Tages kamen meine Eltern nicht mehr nach Hause zurück. Auf den Straßen herrschte eine Revolte wegen irgendetwas. Und dort sind sie hineingeraten und kamen ums Leben. Ich wusste, dass es Vorherbestimmung sein musste. Etwas, das die Götter getan haben. Und dass es gut für mich war. Yeah. Das war so eine Art Prüfung, denke ich. Auch was danach kam, als ich an die falschen Leute geriet und dann in Sildren endete. Ich habe durchgehalten. Und dann kamst du und die Prüfung war beendet. Eben war ich noch ein Sklave, nun aber bin ich etwas Besonderes. Ja, warte. So weit sind wir noch nicht. Das ist so neu. Ach, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Trotzdem danke, dass du mich da rausgeholt hast. Das bedeutet mir wirklich viel. Was? Wir müssen hier einfach nur die Leute umboxen und das gilt hier schon? So, ich frage mich die ganze Zeit, ob wir da nochmal reingehen sollen. Das
könnte interessant ausgehen. Und immerhin, Loot ist Geld. Ah, nur ein Bogenschütze. So, Pfeil abwehren. Schlag. Und tschüss. Da haben wir auch unseren Bogen wieder. Da, da. Da. Nein. Na, lohnt sich nicht. Oh, gebratenes Fleisch. Bogen. Wirklich reich sind die aber auch nicht, wa? So, Magietrank. Oho, Magie ist doch verboten. Köcher mit 30 Eisenpfeilen. Die nehmen wir mit. Komm, nehmen wir auch mit. Ah, das kann ich noch so gut. Weil es in Elder Scrolls Online ungefähr das gleiche ist. So, hier haben wir erstmal ein magisches Siegel. Teller. Haben wir jetzt ungefähr. Und ich da ja nicht, eher die Schüssel dann. Ich nehme das mal einfach mit jetzt. 31 Gold. Wir haben nämlich ja Platz in unserem Inventar. Noch. Käse. Oh. Egal wer hier gelebt hat, er wird sich wundern, dass ein paar Sachen fehlen. Aber auch nur ein paar. Ehrlich gesagt mag ich das so richtig, hier Sachen auszunehmen. Ich bin halt ein kleiner RPG-Fan. Und dennoch würde ich mal gerne Pen & Paper auch mal ausprobieren. Das wäre sicherlich eine neue Erfahrung. Ist das Lagerhaus? Ja, aber das hilft mir alles nicht. Ihr müsst mir schon sagen, wohin mit mir. Denn ich würde es sicherlich nicht rausfinden. Muss ich vielleicht hier einfach den Weg hoch? Der hat mir aber auch keinerlei Infos dazu gesagt. Verwöhnter Sklavenbengel. Dachte sich wahrscheinlich auch nur, ja, ne, pff, ja, du willst mich retten, aber mach du mal, ja. Ich würde mal sagen, wir gehen da jetzt einfach hoch. Ah, das ist ein Dreh, ich wollte schon sagen, ist das hier irgendwie wieder ein Puma? Ah, hier sieht es nach zivilisiert Berg aus. Da heißt es Massil drin. Aber wo kommen wir denn hier hoch? Hier müssen wir ja auch irgendwo hochkommen. Ist es vielleicht diese Ruine, die im Tagebuch stand? Ruinmäßig ist es schon mal, das stimmt. Da kommt jemand. Scheinbar nicht so freundlich. Wer bist du? Ah, ein Söldner. Das ist richtig. Und allzu freundlich sind sie nicht. Stirb. Stirb. Und stirb mal schneller. Ich hasse Bogenschützen. Die laufen immer nur weg. So, ich würde mal sagen, das sieht doch schon mal erstmal interessant genug aus. Interessant genug, um einen Schnitt zu machen. Bis dann.